moderne Kunst, Striche am Himmel. Was will uns der Künstler damit sagen? Zack, und da geht schon die nächste rein, Alter. Du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Was für ein wildes Szenario hier wieder. Posen angeln allen von der Brücke des Grauens. Hep, luftgetrocknete kleine Fischis, Alter. Mega gut. Ich stehe hier am Ladoga. Und warum am Ladoga? Weil ich's kann. Nee, am Ladoga, weil es ja am Ladoga mit dem aktuellen letzten Update auch ein paar Veränderungen gab. Und zwar wurden die Preise verändert auch von den Fischen, die hier, oder von den Renken und Maränen, beziehungsweise auch die Frequenz soll erhöht worden sein. Und es sieht hier nicht nur sehr schräg aus, wenn man sich das so anguckt. Es ist auch immer noch ziemlich schräg, hier zu angeln. Auf diese kleinen Fischis. Ganz, ganz wild, ganz, ganz abgefahren. Es sieht einfach zu wild aus, wenn man sich das anguckt. Aber das ist momentan, ich würde sagen, die entspannteste Methode, dahin zu angeln oder da hinten in dem Bereich zu angeln. Schön mit der Match weit rauswerfen. Und ich habe jetzt hier Tiefen eingestellt von 2 Meter, ja, was haben wir hier? 2,70 Meter bis 2,80 Meter ungefähr von der Ködertiefe und verschiedenste Köder drauf. Und da gehen wir natürlich gleich im Detail auch nochmal ein bisschen drauf ein. Beziehungsweise aufs gesamte Setup. Na, guck mal da, Alter. Fehlte mir auf der Match tatsächlich noch einen Stint? Das ist ja nett. Schön. Abgehakt, Alter. Bollo und Match. Ein fetter, feister Stint. Winziges Ding, aber egal, mitgenommen. Hat gezählt, hat gewertet. Und wieder entspannt raus damit. Ich mache hier gerade den Bügel zu. Ich habe jetzt erst getestet mit offenem Bügel, dann mit geschlossenem Bügel. Bügel zu. Das ist mir eigentlich mit offenem Bügel, da ist so viel Schnur draußen, da ziehe ich lieber nochmal ein bisschen stramm, dass sie nicht ganz so abhauen können. Und vielleicht hakt es ja auch schon selbst, die Bollos, beziehungsweise die Match, die haben ja schon eine ganz hohe Selbsthakwirkung. Und von daher nutzen wir das einfach mal. Eppa, mit Schwung immer ran damit, Ludoga-Ränke. Ja, die ollen Ränken, die sollen es sein, das wäre nicht so schlecht. Allerdings auch gerne die anderen Kandidaten. Sowas wie Walambuckelmaräne oder Foxy-Ränke und. Also dieses ganze wilde Zeug. Und das natürlich am liebsten in Trophäengröße, nicht gehakt. Das Einziehen lohnt sich nicht, deswegen einfach wieder Bügel auf. Und weiter, zack, das hat gehakt. Man sieht es halt kaum, ne, auf die Entfernung. Also, ne, ein Fernglas lohnt sich schon. Hat auch gehakt. Ja, jetzt sind wir natürlich hier gelackmeiert, Alter. Den einen Fisch, man sieht ihn schon. Dann ziehen wir den als erstes. Heppa. Auch irgendwas Lüttes wieder. Zack. Oh, guck mal, eine kleine Seefoe, ey. Und die dritte ist auch gerade ready. Komm, mach fertig. Hat nicht gehakt. Also wieder freilassen, jetzt wieder um die zwei kümmern. Action pur hier auf der Brücke des Grauens. App und hoch. Man kann hier natürlich auch auf Grund angeln, aber da muss ich gleich nochmal eben die News aufmachen, aber auf Grund soll es auch gar nicht mehr so gut gehen. Da gab es auch Veränderungen. Abgefahren eigentlich, ne? Haben die einfach mal ein bisschen was geändert. Da haben wir es doch. Na, ist er schon weg? Jetzt ist er endlich dran. Dritter Versuch, Alter.
Erstmal wurden natürlich hier die Bugs behoben. Das wurde ja auch mal Zeit, Alter. Hat ja nur ein paar Tage gedauert. Aber endlich erledigt, dass man hier endlich seine Lampen auch wieder aufstellen kann. Die leuchten auch wieder und alles ist wieder schön. Die Sounds sind auch nicht mehr so komplett durcheinander und wack. Also auch das ist wieder schön. Und ja, dazu kommt... Nicht gehakt. Ich lasse das mal einfach mal hier. Ich lasse das einfach mal hier, also relativ nah. Ja. Sounds behoben, Campinglampe behoben, irgendwas mit Routenhalter, manche Leute haben das Wasser nicht richtig gesehen und so weiter und so weiter. Wo war es denn? Genau, der Königslachs. Königslachs ist jetzt wieder ab 10 Kilo ein maßiger Fisch mit Haken und allem drum und dran und hat auch den entsprechenden Wert im Fischmarkt. Das ist schon mal gut. Und dann wurden auf den Fischmärkten die Preise für die Ludoga-Renke, Walambuckel-Marine, Foxy-Renke und Volcho-Renke deutlich erhöht. Das ist sexy, das finde ich gut. Auf diese Nachricht habe ich gewartet. Ich sage euch, wie es ist. Ich war immer frustriert, wenn man hier mal probiert hat. Mir fehlen ja diese Fische alle noch als Trophy. Und wenn man hier dann wirklich mal stundenlang gehockt hat und danach in den Kescher geguckt hat, hat man sich gedacht, Alter, nee. Ja, und jetzt wie gesagt, oh, guck mal. Und jetzt, wie gesagt, wurde das erhöht. Ich bin gespannt. Wir schauen natürlich gleich nochmal rein, wie die Preise sind, ob man da schon was sieht. Wobei, dafür muss ich natürlich auch erstmal ein paar schöne Dinger fangen. Wie geht's denn weiter? Genau, deutlich erhöhte Preise. Die Anzahl der Erfahrungspunkte. Für Fischen erhält, bla bla bla. Die Population dieser Art wurde erhöht. Die Bissrate der Arten... auf Grundmontage und einige Arten von Spinning Rig. Wacky Rig? Wurden reduziert. Also, bleibt eigentlich nur noch das Posenangeln. Die sind ja eine Zeit lang auch immer wieder ganz gut auf Wacky gegangen. Hatte ich auch schon ein paar Mal probiert. Schön mit Wacky Rig hier, da hinten mit dem Boot gestanden an der Boje und dann schön einfach mit Wacky immer so rumgezuppelt. Ging gut. Jetzt ist wohl das aktuelle oder the way to go die Pose. Und zwar schwerpunktsmäßig die Pose. Ist voll okay. Einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Man kann natürlich auch hier super wieder mit der Stippe sich einfach hinstellen. Stellt sich da hinten in den Bereich und gibt Gas. Einfach hier schön in die Tiefe. Was ich demnächst natürlich auch noch aus... Wirklich eine Laube, Alter. Was ich natürlich auch noch ausprobieren werde, ist verschiedene Bereiche. Man kann auch von hier aus, beziehungsweise hier von den Inseln aus, hier diese Rinne noch abwerfen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also da muss man natürlich noch dran. Jetzt habe ich hier aber zweimal irgendwie was verpasst. Ich ändere hier nochmal eben den Köder und dann gehen wir nochmal im Detail rein, wie das Ganze denn hier gerade so zusammengebaut ist. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch irgendeinen anderen wilden Köder verwenden soll. Aber ich glaube so ganz muss das gar nicht, ne? Ich glaube, das muss gar nicht. Ich bleibe nochmal hier, Steinfliege, Eintagsfliege, beziehungsweise ich erhöhe nochmal den Haken. Gehen wir mal erstmal auf einen 6er-Haken, Stein, Eintagsfliege. Wir sind hier bei 1,70 Meter, ballern den Gerät raus. Zack, sogar bis knapp hinter die Pose, die Boje da hinten mit der Pose. Und dann sind wir da jetzt schön weit draußen. Und die beiden Kandidaten hier unten, die werden wir auch gleich nochmal umlegen. Ja, gucken wir nochmal kurz ins Set allgemein rein. Schön hier natürlich mit der dicken, fetten Match.
Ich bin hier gerade mit 15 Kilo Fluoro-only unterwegs, also Fluorocarbon, Vorfach 15 Kilo. Man kann natürlich deutlich leichter, das ist dann jetzt der nächste Schritt. Auch da gehe ich deutlich leichter rein, bis hin zum 2,8 Kilo Microbraid. Auch das werde ich natürlich testen. Ich könnte das eigentlich hier auf der gleich mal direkt testen. Beziehungsweise, ne, dafür nehme ich die andere. Da sind nochmal irgendwie mehr Skills drauf. Die lassen wir so, wie es ist. Die werfe ich aber auch mal ein bisschen weiter, dass die auch hinten bis zu der Boje kommt. Oh, noch nicht mal. Man merkt deutlich, die hat so das schlechteste Wurfgewicht hier, Wurfverhalten. Die beiden stehen da ganz gut. Da hinten auf der 3 fängt es gerade an zu zuppeln. Näher kommt man einfach nicht dran. Leichte Zuppler schon und nicht gehakt. Kurzer Ruckler wieder, losgelassen. Okay. Na, vielleicht doch dann in den Situationen, vielleicht dann den Bügel aufmachen, wenn der Fisch schon dran ist, und dann erst aufheben und gib ihm. Es verscheucht ja dann doch, oder kann ja doch immer wieder verscheuchen, ne? Wir bauen das Gerät hier mal eben um auf Microbraid. Gehen wir mal richtig spannend dran. Dafür nehme ich mir 1 Kilometer Schnur hier drauf. 1 Kilometer Schnur. Wir können ewig lang in den Drill gehen. Hier kommt dann das Microbraid 0,0. Wie war das? 0,08, 0,04 mm stark. Hakengröße gehen wir auf einen 8er Haken mit Eintagsfliege, mit Steinfliege-Eintagsfliegen-Kombi. Sind hier auf 2,75 m. Ballern raus. So. Und was jetzt natürlich essentiell ist, Bremse runter, wir machen sie mal auf eine 5. Ich mache den Bügel wieder auf. Und dann gucken wir, was da geht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob da auch die etwas scheueren Fische dran gehen. Da, guck mal da. Alter, auf der 3. Ei, 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 was geht da ab hier? Alter, okay. Könnte vielleicht eine Forelle sein? Vielleicht nochmal eine Seefo oder was? Mit so einem. Ist ja fast ein Hebebiss gewesen. Na, sieht man das schon hier? Es ist so blau, es ist so blau. Könnte schon bald, ne? Und hat natürlich dementsprechend Gewicht. Jetzt überlege ich mal, das Teil hier hochhieven. Mit 2,8er Vorfach. Alter, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Oh, da ist Biss. Ich komme nicht dran. Nicht gehakt. Okay, aufmachen wieder. Zu spät, ich konnte nicht abstellen hier. Na, stell doch ab. Ach, stell doch ab, Alter. So. Ja, das ist natürlich mega tricky, ne? Also vielleicht sollte ich da, vielleicht sollte ich das nicht von der Brücke aus machen. Mit einem 2,8er. Vorfach. Das ist vielleicht ein bisschen Spack. Aber testen kann man es ja, ne? 2,8er Microbraid ist einfach zu geil. Ist einfach zu geil, ey. So, weil es da oben einfach so gezogen hat und es wurde mir einfach zu kalt, Alter, hier gerade in den Abendstunden, bin ich jetzt dann doch nochmal hier unten hingegangen. Nee, Blödsinn, es waren einfach nur noch Zwergmarinen da, viel Kleinkram, einfach nicht die Fische, die ich suche. Und da ich ja hier an der Stelle direkt vorhin angefangen habe und probiert habe und mich dann nach oben auf die Brücke wieder verzogen habe, habe ich mir gedacht, komm, teste hier doch auch nochmal, ob hier nicht noch was geht. Und da war vorhin die Walambuckelmarine ja zum Beispiel auch dran. Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal ausgeworfen. Die Pose hier gerade auf 4,20 Meter Tiefe, die rechts daneben auf 4,10 Meter und die hier links, die blaue, auf 3,70, 3,80. Jetzt habe ich momentan so ein bisschen das Gefühl, dass die Haken vielleicht zu groß sind. Mehrfach schon Probleme regelrecht beim Haken. Zack, jetzt ballert mal was rein. Und es knackert auch ein wenig. Das heißt, der. Da haben wir schon mal. Oh, das ist vielleicht ein bisschen viel. Da haben wir schon mal ein bisschen was Dickeres auf Microbraid.
Sehr schön, endlich mal ein Rotauge oder sowas. Ehre, so gehört sich das. Bester Fisch, da weiß man, was man hat. Und doch nochmal leichtes Gezuppel jetzt hier auf Microbraid. Auch auf der roten Waggler, an der roten Pose, habe ich gerade nochmal das Vorfach geändert. Und zwar habe ich hier Vorfachsmaterial dran genommen. Können wir gleich auch nochmal eben reingucken. Man muss ja gucken, dass man hier variiert. Ludoga-Ränke immerhin drin. Genau hier monophiles Vorfachsmaterial. 5,5 Kilo ist da jetzt hier mit dran. Ballern wir mal weiter mit raus. Und man muss testen, testen, testen. Wenn ihr eine Stelle habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Teste ich sofort. Ich will diese Brocken haben. Gerade wenn die jetzt gesagt haben, erhöhte Frequenz und mehr Kohle für diese Fische, dann muss es sich doch so langsam mal lohnen, hier auch am Ladoga mal ein paar Brocken zu ziehen. Und gerade wenn man drauf aus ist, mehr Trophäen zu fangen. 62 verschiedene Trophäenarten, also Ü100 sollte man schon hinkriegen, oder? Das muss ja wohl drin sein. Und es zuppelt und zuppelt. Hier jetzt die ganze Zeit wenig Bewegung, finde ich gerade sehr eigenartig. Da ist bestimmt wieder so ein kleiner Stint oder sowas dran. Aber auch hier Vorfachsmaterial sieht ganz gut aus. Mit dem Vorfachsmaterial zweite Mal schon innerhalb kürzerer Zeit direkt wieder ein Fisch. Ludoga-Ränke auch schon wieder, okay. Nicht schlecht. Hakengröße 6, ja. Was war das hier? Grundberührung auf 4,10 Meter. Ich lasse das mal auf Grund. Lassen wir die mal auf Grund liegen. Vielleicht geht da ja auch was. Auch eine Möglichkeit. Eine andere Art Grund zu angeln. Ja, aber nichtsdestotrotz schauen wir mal eben jetzt im Café, was das gebracht hat. Die Nacht über lasse ich das einfach mal eben hier so liegen. So, dann schauen wir mal direkt mal rein. Wie sieht's denn aus? Sortieren wir mal das Ganze nach Preisen. Und wir haben... Da bin ich jetzt ja doch ein bisschen überrascht. Wir haben für die Foxy-Ränke... Ich weiß ja gar nicht mehr, wie der Preis vorher war. Wir haben für die Foxy-Ränke 1,2 Kilo, 21 Silber. Das kann sich aber sehen lassen. Das ist doch nicht schlecht. Ludoga-Ränke haben wir hier. Mach die mal weg. Ja, Mann. So. Ludoga-Ränke mit 600 noch was, knapp 700 Gramm. 7 Silber-Cha-Cha-Cha. Auch okay. Die gehen ja relativ zügig und auf Frequenz, wenn man dann einen Spot hat. Nicht so schlecht. Also ein schöner Durchschnittsfisch. Und wenn dann sowas noch mit reinballert, so eine Foxy, Alter. Kann sich das doch sehen lassen. Also, alles in allem, für mich hat es sich so nicht gelohnt, weil war natürlich viel Testerei und mehrere Spots ausprobiert. Aber es lübt und es ist Kohle, das ist schon mal gut, es kommt mehr Kohle rein. Wie gesagt, jetzt die nächsten Stellen, die ich teste, ist hier vorne und dann hier rüber, beziehungsweise von hier aus. Dass man hier nochmal reingeht und von hier aus kann man natürlich auch nochmal testen. Weiter rumprobieren, was ich noch gar nicht gemacht habe, hier hinten das 6 Meter Loch wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Ne? Man kann ja auch von hier sich hinstellen und einfach mal oder von hier ins 6 Meter Loch reinballern. Irgendwo müssen die Schlingels ja sein. Petri zieht raus die Brocken und nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.